Schwaben am schönsten ist, da kehrt man gerne ein. Denn hier brauen sie ein unverwechselbares Bier. 100.000 Hektoliter im Jahr, nicht zu viel, sondern gerade genug für Württembergs wilden Süden. Und so hat das Land zwischen Schussen und Bussen seit 10 Jahren eine richtige Attraktion. Die Erlebnisbrauerei in Bad Schussenried. Und wenn im Himmel des Barock die Tage länger und wärmer werden, ist auch der Biergarten im Brauereihof wieder gut besucht. Das Brauen selber ist eine ziemlich nüchterne Angelegenheit. Die Maische noch ganz ohne Alkohol im Edelstahl. Mit zunehmender Gärung erfreut der Gerstensaft auch zunehmend den Braumeister. Offene Gärbottiche, wie hier im Schussenrieder Gärkeller, sind selten zu sehen. Brauen im geschlossenen System ist einfacher. Aber in Schussenried wird offen vergoren. Schaukonzept einer Erlebnisbrauerei. Übrig bleibt Treber, die festen Bestandteile der Maische. Vor der Gärung hat man sie vom Biersud getrennt. Herzstück für die Besucher der Erlebnisbrauerei, das genau vor 10 Jahren eröffnete Bierkrugmuseum mit 1.500 Krügen. 5 Jahrhunderte Trinkkultur. Die Sammlung von Brauereichef Jürgen Josef Ott ist einzigartig. In Deutschland und auch in der Welt. Seit der Öffnung im Mai 1994 waren fast 1 Million Besucher im Museum zu Gast. Und manches Exponat erinnert an die Geschichte der immer noch mittelständischen Brauerei Ott, die ihr Heil als Erlebnispark fand und, weil es besser klingt, Schussenrieder heißen muss. Also das Anwesen Schussenrieder Kronenbrauerei wurde von meinem Großvater 1906 gekauft und hat dann 1950 nach dem Krieg hat's mein Vater übernommen und 1969 seitdem bin ich hier Chef. Der Chef liebt die Show. Ott lebt nicht vom Bier allein. In Schussenried wird Heimat zelebriert. Und seit das Fernsehen den Bierkrugstadel entdeckt hat, ist die Bude voll. Nicht nur beim fröhlichen Feierabend. Die Leute kommen gern. Sie finden den Ort sympathisch, ihnen gefällt das Bier, ihnen gefällt das, was wir ihnen bieten. Wir machen alles einfach, wir machen es bezahlbar, wir machen es transparent. Und ich glaube, in der heutigen verrückten Zeit, die nur nach Innovationen schreit und wenn sie da sind, kann sie nicht mehr leben, sind viele unserer Besucher froh, dass sie hier Ruhe finden. Und wenn sie dann zufrieden nach Hause gehen und den Nachbarn schicken, was kann Schöneres für uns als Veranstalter sein. Jürgen Josef Ott, ein Trendsetter. Weil der oberste Brauherr selber Josef heißt, schuf er den Josefstag. Und alle, die Josef heißen, sind eingeladen, Mitglied zu werden im Josefsverein. Freibier inklusive. Ein alter Heiliger wird so neu verehrt. Der Segen der Kirche ist gewiss. Und das immer am 19. März angestochene Josefsbock, ein Renner auf dem Getränkemarkt. Der älteste Josef im Bierkrugstadel darf den ersten Humpen lupfen. Starkbier. Schussenrieder, ein starkes Stück Oberschwaben. Schussenrieder, Josefsbock.